Previously on Resident Evil Revelations. This is the Tiamis virus. We're equipped to infect one-fifth of the Earth's waters. Terrorists. Now they want to use the virus to stage another attack. They seek the truth about Terra Grecia. And vengeance. Raymond! That corpse you ran into earlier? Send a team to Valcoin and Mach Airport. Look for something linked to this ship. I'll send Quinn and Keith. Oh, I hate snow. Snow hates you. Just find out anything you can on Veltro. Resident Evil Revelations. Das ist es mir im Hals stecken geblieben. Episode 5. Gelüftete Geheimnisse. 22.20 Uhr. Valcoinian Moki. Jackass here. We arrived at Valcoinian Mach Airport. This is Forkball. Good job. Get the lay of the surroundings and continue with your mission. So, how do you want us to proceed, O'Brien? Up to you. Do what you think is best. What took you two so long? At least we're here. What's up with Veltro? Not sure. We haven't found a thing. No clues, nothing. So now what? There's an underground chamber. We're preparing to storm it now. Well, that sounds like a job for us, don't it, Grinder? Wait, we haven't received authorization yet. It's all right. We're on it, okay? Besides, if you need someone to sniff something out, ain't no one better than my boy here. Hey, I'm right here, Grinder. Oh, meine Güte. So, you followed Jessica home. You know where she lives now? Almost. I had her until the very end, but I lost her near the... Hey! You think I'm a stalker, don't you? You said it. Come on, let's go. Warum müssen wir jetzt mit den zwei Spaßfiguren spielen, scheinbar? Aber hey, ganz ehrlich, ihr habt jetzt die Wahl. Feels like something's gonna jump out. Oh, Gott sei Dank spielen wir den anderen Kerl. Watch your footsteps. We need to stay quiet. Yeah, I know. Kein Grund, mich so anzuschreien, das Versteck untersuchen. Oh, wir haben auch diesen Scanner. Also ganz ehrlich, erstmal willkommen zurück bei Resident Evil Revelations. Ich freue mich, dass ihr hier mit dabei seid. Ich freue mich auch wieder hier zu sein. Leider muss ich sagen, ich gehe mal hier kurz hier ins Menü. Falsches Menü. Das Menü. Was haben wir hier? Wir haben nur diese Schusswaffe und scheinbar auch eine Pistole, glaube ich. Und ganz viele Bücher. Ja, was wollte ich sagen? Ja doch, wir haben ganz schön viel Zeug. Also, was wollte ich sagen? Erstmal tut es mir leid, dass die Folgen nicht eher... Wir hatten eine richtige, schöne Machete. Dass die Folgen nicht eher gekommen sind. Ich hatte ein paar Probleme, beziehungsweise ich habe mir einen neuen Rechner aufsetzen lassen, der ist noch nicht ganz fertig. Ich muss jetzt noch einige Dateien überspielen, ich nehme gerade noch mit dem alten Rechner auf. Und deswegen konnte ich keine neuen Folgen. Ah! Was ist denn los, du Depp? Shh! Weren't you the one who said to stay quiet? Well, even Homer sometimes nods off, you know? Psh, that doesn't even make sense. Come on. Ja, Mann, du machst überhaupt keinen Sinn. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ich hatte jetzt leider halt keine Zeit aufzunehmen. Schraubenzieher, sehr schön. Ich konnte jetzt halt wieder aufnehmen. Darüber freue ich mich auch. Ich nehme genau mit dem alten Rechner auf. Deswegen tut mir leid wegen der Verzögerung. In der nächsten Woche wird sich das wahrscheinlich ein bisschen mehr einrenken. Außerdem bin ich so dick geworden. Ich muss ein Zimmer reservieren. Ja, ich bin so dick geworden, dass ich ein neues Zimmer reservieren musste. Nee, nicht reservieren, sondern renovieren. Brauche mehr Platz. Denn da ist einiges auf dem Weg. So, genau. Und deswegen hatte ich leider jetzt auch nicht sehr viel Zeit. Verzeiht mir das. Es geht jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen weiter mit Resident Evil Revelations. Danke fürs Einschalten auf jeden Fall. Und eure Meinung ist, wer stirbt von den beiden als erstes? Quint, hier der Typ, oder Grinder, der andere? Ich glaube, der heißt Keith. Jackass oder Grinder?
bin froh, dass wir den nicht einen anderen Typen spielen. Der ist irgendwie nerviger. Finde ich. Wir müssen jetzt mit denen hier Spaß haben und Sachen durchsuchen. Okay, ich wollte nur gerade... Es war ein Probeschuss. So. Ah, und hier ist ein Bericht. Nein. Diese Kratzspuren nachzuurteilen... What movie is this? Snow all around. A lonely outpost. And a creature attacking the staff. Das Ding aus dem Weltall. I said no movie talk. Das Ding aus einer anderen Welt heißt das. Kreaturen sind etwa 3 Meter groß. Falls ihr das kennt, den Film, ist es ganz gut. Ein guter Klassiker von Carpenter, glaube ich. Mit Kurt Russell. Achso, Entschuldigung. Ich denke immer die ganze Zeit, ich kann da irgendwas lesen, aber geht nicht. Gab auch so ein Prequel dazu. Oder ein Sequel, der dann ein bisschen neuer ist. Aber das heißt nicht, dass er unbedingt besser ist. Nur, dass er neuer ist. Wollen wir denn hier was? Okay, das ist doch. So, und jetzt versuchen wir hier diese Eisstation in, keine Ahnung, Island, Norwegen auszukundschaften. Ich glaube eher Island. Oder Finnland. Das hat sich auch sehr finnisch angehört. Verdammt, das ist ein Schließmechanismus. Ich dachte, das gerade hat sich aufgehangen. Aber zum Glück haben wir ja einen Schraubenzieher mit. Können wir das ja aufschrauben und dann müssen wir hier wieder das Symbol von Watch Dogs ein bisschen entwirren. Es ist aber ein bisschen mega uncool. Zack, zack, zack. So. Easy. So. Schön. Leicht. Geht. Hier ist nichts. Noch mal ein bisschen Muni. Eine Handgranate. Zettel an der Wand. We might be able to open up that area that's been sealed off. Das hier war irgendwas zu, wusste ich gar nicht. Grün. Kommt da nichts rausgebrochen? Ich glaube, das sind bestimmt hier Hunter oder so. The security cameras have got something. Was denn? Zeig mal. This is what I found from the security feeds. That's a freighter, ain't it? Ach, is this Veltro or what? Whoa! Oh, did you see that? Now I control BOW? Talk about a wrench in the works. Keep it together and... Oh! They never had a chance. Boah, das war ein Riesen. The timestamp places the crash at the same time as the one Chris reported. Ja, das dachte ich mir schon. Is that in here? It certainly looks like that. Whoa! What the hell is it? It's a poltergeist! Hey, Quinn! I'll switch the feeds. See where it goes. Huh. We got a live one here. Shh, quiet. Hey, what the hell is that? I told you to be quiet. Scheiße, die Dinger sind unsichtbar. Oh, 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 there's something there. I don't know what, but we can't see it. Oh, nasty. Hey, did he just drop something? This is definitely for mature viewing audiences. Der hat was ganz anderes gesagt, als das stand. Das ist nur was für Erwachsene. That's some shocking footage there. One of the Vicks left it behind. What is it? Verloren Gegenstand suchen. Ich hoffe, wir können tatsächlich... Die Tür sollte jetzt offen sein. Ich hoffe, wir können das mit der Kamera oder irgendwie sehen, weil sonst wären wir ein bisschen aufgeschmissen. Ja, wir haben es aufgemacht, tatsächlich. Oh, was? 3, 10 Sachen. Keine Ahnung. So viele. Brauchen wir. Aber auch. So, ich bleib doch vielleicht lieber beim Sturmgewehr. Erstmal. Hey, Alter, das ist direkt this hier. Is the place from the security fee. Das Security Fee. Und wir haben einen Handabdruck. Oh, Entschuldigung. Ich hasse es. So, jetzt aber. Yay, yeah, Handabdruck. Handabdruck kommt mir gerade so ein bisschen vor wie das Medaillon. Aus den Teilen davor. Oh, wir können keine MG-Munition mehr aufnehmen. Dann wissen wir ja, was wir so als erstes wegballern müssen, ne?
schauen wir erst nochmal kurz hier. Oh ne, wir haben den Chipschlüssel aufgenommen. Den wollte ich noch gar nicht aufnehmen. Verdammt! It's a security token. I can breach the master network of the plane's onboard computer if I can just extract the web key from this dongle. Whatever that means. Just do your thing. It means we can scavenge the data on that freighter. Now you're talking. I've seen enough. Let's head to the crash site. Können wir... Ich war da noch nicht fertig. Oh, das war's schon. Das ist ja ein Mini. Mini. Toll. Jetzt habe ich Präzision C, weil ich einen Schuss abgegeben habe. Blöd. Und ich konnte nicht mal den Tisch lesen. Ah, auch blöd. Jo, was soll man da machen, ne? Das ist eine kurze Folge gewesen, scheinbar.